Das sollte ich vielleicht lassen. Whoops. Blablab. Ja, ich melde mich auch mal wieder. Hi. Hups. Wie gesagt, ich habe off-camera ein paar... Was heißt denn ein paar? Eigentlich habe ich nur die beiden hier gefunden. Secret Levels gesucht. Ich bin scheinbar zu blöd für die anderen. Wie auch immer, ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Dear Chaos, das hört sich so nach einem perfekten Endlevel an. Deswegen machen wir erstmal die Wooden Bridge. Und danach ist Drama Mystery beendet. Diese Musik hört sich schon mal sehr... Oh Gott, witzig an. Jetzt bin ich erschrocken. Ich entschuldige mich, dass es etwas länger her ist, dass ich gespielt habe. Blöde Koopas. Aber ich hatte ziemlich viel Arbeit. Und das war sehr nervig. Kann ich da eigentlich... Irgendwie... Nein, kann ich nicht. Gut, dann nicht. Aber so, muhaha. Münzen. Ich liebe Geld. Ich komme aus Italien. Ich bin... dumm. Nix. Nein, nein, das war jetzt nicht auf Italiener bezogen. Das war jetzt auf mich bezogen. Ich verstehe. Ah, ich bin oben. Doink, doink. Stirb. Mann, Mann, Mann. Oh Mann. Überall Schildkröten. Und was mir aufgefallen ist, ich muss mir mal Mario Party 9 besorgen langsam. Weil, die steht auch schon aus. Das heißt, es gibt wieder böse, böse Sessions mit meinen Freunden. Das wird epic. Wenn ich mich da an die alten Sessions erinnere. Und man ganz viele neue Ausdrücke gelernt hat und allgemein... Oh mein Gott, Hilfe! Ziemlich viel Chaos verursacht. Oh Mann! War schon mal ganz witzig. Ein Bömpchen. Ein Stachi. Ein Feuerlein. Ein Chucky. Chuck Norris. Oh mein Gott, ich... Scheiße. Ich empfehle euch Chuck Norris Versus. Also die Serie... Was heißt denn Serie? Das sind eigentlich nur so kleine Flash-Animationen. Aber die gibt's auf YouTube. Chuck Norris Versus Angry Birds zum Beispiel. Oder Chuck Norris Versus Pac-Man. Gibt auch Chuck Norris Versus Super Mario. Ich glaube, es gibt nur 3 Momente davon. Aber ich empfehle euch die mal. Die sind lustig. Die dauern zwar nur vielleicht 30 Sekunden oder so. Aber... Oh mein Gott. Aber allgemein, der ganze Typ ist lustig. Der die gemacht hat, der hat ein paar Versus-Serien gemacht. Ich mache hier Werbung, fällt mir gerade auf, aber das ist mir wurscht. Der hat ein paar Versus-Serien gemacht. Auch so Duck Hunt versus Contra. Was Duck Hunt? Oh mein Gott. Hilf! Haha, ich hab's überlebt, wenn ich nicht gesprungen wäre. Jetzt geht mal alle weg. Das nervt! Schildkröten sind in diesen Gebäuden verboten. So, wo sind wir denn jetzt? Im Ausgang. Den werde ich noch mitnehmen. Ja. Da, 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 da. Ach ja, ich habe auch schon einen Plan, was ich jetzt nächstes spiele. Wow. Das wird... jetzt nicht sowas wie gesagt, Parodius oder Super Mario. Das wird etwas anderes Spiel werden. Das kennen vielleicht ein paar von euch. Das ist ein Steam-Spiel, ein Indie-Spiel. Oh mein Gott, Hilfe! Lasst euch überraschen, was es ist. Wow, 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 wow! Wow! Wow, wow! Wow! Hallo! Auf jeden Fall, die Musik gefällt mir schon mal, aber dass es so gleich so abgeht. Ich habe den Wump da gar nicht gesehen. Da ist ein kleiner Wump. Puff, pief, puff. Ach, der springt da runter. Ich hab schon Angst gehabt. Hallo, Knochentrocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Hallo? Oh nö, kommt. Muss ich jetzt hier schon wieder ein Abuse machen, oder was? Verdammt, jetzt hätte ich den Drehsprung geschafft. Das ist mit dem Kon... Hopp, weg. Oh wei, oh wei. Im letzten
Part fehl ich. Oh Mann. Säge? Knurr. Badger does not approve. Woohoo! Ich mag mein... Oh, leck mich doch! Ja. Macht mir Feuer unterm Hintern, im wahrsten Sinne. Ich hab meinen Arsch verbrannt. Ich hab meinen Pen... ja, egal. Ich hab jetzt da keinen Bock, was zu zensieren, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ey, 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 ey! Weg, weg! Hallo? Ey! Bonsai! Bonsai! Wie auch immer, irgendwas. Oh Gott, das ist schon wieder so Musik, die einem im Headset im Kopf richtig wehtut. Mein Gott. Hallo? Mit einem. Ja, ach ja, ich habe ja immer einen HP. Wie immer. Nein! Raus! Raus! Glaub, mehr habe ich nicht freigespielt. Glaube ich. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, deswegen schaue ich jetzt lieber nochmal nach. Aber ich bezweifle es. Ich glaube, das war's jetzt mit Drama Mystery, weil das ja wie gesagt nur eine Demo-Version war. Von irgendeinem Typen, der sich Great nennt. Oder Great. Great. Great, glaube ich, was. Keine Ahnung, woher der kommt oder was der macht. Ich weiß nur, dass er das Spiel gemacht hat. Nee, ich glaube, das war's, liebe Freunde und Freundinnen. Da, schaut mal her. Da oben ist noch eine Level mit einem zweiten Ausgang, das ich nicht gefunden habe. Und dieses scheiß E da unten täte mich auch interessieren. Das habe ich auch nicht gefunden. Da. Ja. Natives. Hä? Moment. Achso, okay. Bush of our love. Und da, genau. Das muss ich... Ich hab das ums Verrecken nicht gefunden. Ich bin wahrscheinlich zu doof dazu. Nochmal Zelda-Musik. Nee, ich glaube, das war's. Ja, da ging's glaube ich auch irgendwo weiter. Ach, egal. Das war Drama Mystery. Ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen. Also, mir hat's Spaß gemacht. Es ist verdammt gut gemacht und ich hoffe mal, dass bald eine Vollversion rauskommt. Die werde ich dann ebenfalls spielen und ich werde an dieser Level anschließen. Das heißt, ich tue euch das jetzt nicht an, dass ich jetzt alles nochmal spiele. Weil den Fail will ich euch wirklich nicht antun. Ja, und das nächste Mal, wenn ihr von mir hört, werde ich mit einem anderen Spiel anfangen. Wie, ich kann schon wieder kein Deutsch mehr. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit einem kleinen Steam-Spiel, das eher auf Logik basiert. Neu. Ich glaube, das ist neu. Aber lasst euch mal einfach überraschen. Weil Domi mag Logik-Spiele. Keine Sorge, es ist nicht Crazy Machines. Ja, und somit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch viel Spaß in dieser Woche. Abend, Tag, Morgen, was weiß ich. Wieso ist mein Fenster offen? Kein Wunder, dass es hier so kalt ist. Ja. Und ja, das war's. Also dann, ich mache jetzt einfach noch einen obligatorischen Save. Bis bald. Tschüss.